Die Rücküberführung der Yacht, mit der Greta Thunberg über den Atlantik in die USA segelte, steht offenbar unter keinem guten Stern. Kurz nach der Abfahrt stieß das Boot bei einer Geschwindigkeit von 20 Knoten mit einem nicht identifizierbaren Gegenstand zusammen. Die Kollision zwang die Crew, in den Hafen von St. Pierre südlich von Neufundland einzulaufen. Dort wurde die sogenannte Malizia 2 auf strukturelle Schäden überprüft. Dafür musste auch ein Ultraschallexperte eingeflogen werden, berichtet der Online-Fachdienst Segelreporter. Die CO2-Bilanz des Unterfangens verschlechtert sich damit weiter. Zuvor waren bereits mehrere Crewmitglieder des Segelprojekts nach New York geflogen, um das Boot dort in Empfang zu nehmen und anschließend zurück nach Europa zu segeln. Immerhin, die Yacht kann nach der eingehenden Untersuchung nun endlich wieder Kurs auf Frankreich nehmen. Eigentlich war der Plan gewesen, das Boot mit Rekordgeschwindigkeit zurückzuüberführen.